In diesem Video wird es darum gehen, herauszufinden, was diese ganzen einzelnen, ja, Panels, nennt man das, beziehungsweise Unterfenster, eben, ja, für Möglichkeiten haben, beziehungsweise wozu sie gut sind. Vorweg sei einmal gesagt, dass es bei euch kann die Unity-Oberfläche gegebenenfalls anders aussehen. Das liegt daran, dass man diese Panels hier einfach rausgreifen kann. Also man kann hier oben zum Beispiel, da wo ihr jetzt hier Game sieht, seht, da kann ich hier einmal draufklicken, gedrückt halten und dieses Panel rausziehen und woanders eben andocken. Genau. Und ja, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, hier oben rechts in der Ecke unter Layout eben ein, ja, Layout, ein vordefiniertes Layout auszuwählen oder das aktuelle Layout zu speichern oder eben das Ganze auf die Fabrikeinstellung zurückzusetzen. Doch wozu sind diese ganzen Panel jetzt eigentlich gut? Vorweg sei mal gesagt, dass wir hier in diesem Video jetzt nur verstehen möchten, wozu Panel im Allgemeinen gut sind, beziehungsweise was Panel im Allgemeinen sind. Und auf die einzelnen Panel, beziehungsweise auf einen Großteil der einzelnen Panel, wie zum Beispiel den Animator hier oder auch den Inspector und die Navigation, eben ja, später einzugehen. Was uns aber wirklich interessiert, ist hier der Scene View, denn der Scene View ist quasi die Ansicht unseres Spiels, beziehungsweise die Design-Ansicht unseres Spiels. Im Scene View sehen wir hier ein solches Grid und ja, wir können hier eben Objekte platzieren, diese Objekte mit Skripten ausstatten und unser Level bzw. unsere Welt designen. In Unity heißen diese Level Szenen, also Scenes logischerweise, und ein Spiel besteht eben aus vielen solcher Scenes. Diese Scenes können wir dann immer laden und so eben einen neuen Level betreten. Es ist logisch, dass das ganze Spiel nicht in einer Szene sein kann, weil Unity lädt eben diese Szenen komplett. Und wenn ein komplettes Spiel in einer einzelnen Szene wäre, dann würde das Ganze viel zu viel Ressourcen fressen und ja, nicht mehr flüssig laufen. Wichtig ist aber, dass wir hier eben jetzt im Scene View unsere aktuelle Szene, also unseren Level designen können, indem wir dort eben Objekte platzieren und bewegen. Die tatsächliche Ansicht des Spiels beim Ausführen finden wir hier im Game Panel. Das ziehe ich mir jetzt hier einfach mal oben neben den Scene View, weil für gewöhnlich braucht man nicht gleichzeitig Scene View und Game View sehen, denn Unity bietet die Möglichkeit, durch einen Klick auf den Play-Button hier oben das Spiel sofort auszuführen und zu previewen bzw. anzuspielen. Dazu können wir dann hier eben in diesen Game View, auf diesen Game View wechseln und sehen dann hier eben unser Spiel, wie es läuft und wie es ausgeführt wird. Hier haben wir dann noch verschiedene Möglichkeiten, unser Spiel darzustellen bzw. Ansichten des Spiels auf verschiedenen Auflösungen, aber dazu kommen wir dann später, wenn wir unser Spiel das erste Mal ausführen. Ein weiteres wichtiges Panel ist das Project Panel. Hier sehen wir diese Ordnerstruktur, die eben unser Projekt darstellt. Und hier können wir eben durch unser Projekt hindurch navigieren und uns unsere einzelnen Dateien eben auswählen. Hier haben wir zum Beispiel von Unity diesen Third-Person-Controller als Standard im Ordner Assets, Standard-Asset und Character-Controller müsste das sein, ja. Und hier haben wir dann eben schon ein 3D-Modell, was komplett mit Animation und gewissen Skripten ausgestattet wurde. Das Ganze, das Project-Fenster ist also nichts weiter als eine Ordnerstruktur, sodass wir nicht immer den Windows Explorer aufrufen müssen, um eben auf unsere Assets zuzugreifen. Was wir ebenfalls sehen, ist der Inspektor. Und dieser Inspektor bietet uns eben die Möglichkeit, ein ausgewähltes Objekt bzw. ein ausgewähltes Asset, also eine ausgewählte Ressource, zu bearbeiten. Und hier haben wir ganz viele Eigenschaften, die wir bei der entsprechenden Ressource bearbeiten können. Dazu aber später mehr. Was Hierarchy und Console und Animation Panel sind, ist fürs Erste jetzt nicht wichtig, denn auf Hierarchy und generell die Navigation hier im Scene View, was ganz wichtig ist, werden wir dann im nächsten Video zu sprechen kommen. Ich hoffe, euch hat dieses Video erstmal gefallen. Bis zum nächsten Mal.